Yo, Jungs, Mädels, was geht ab? Mucke am Start, es ist mal wieder soweit, ein Video. Boah, das kommt bei uns so selten vor, Jungs, das kommt bei uns so selten vor. Das müssen wir, ja, wir müssen das ändern, machen wir eh nicht, sind wir ehrlich, machen wir eh nicht. Ach, ja, ein kleines Update-Video für euch. Es ist bald Weihnachten. Habt ihr Weihnachtsgeschenke besorgt? Ich melde mich freiwillig, ich noch nicht. Hab die aber schon in meiner Warenkiste, ja. Ich bestelle die per Amazon. Und ich muss nur noch auf den Kaufen-Button klicken. Dann habe ich sie, ja. Nee, aber wir wollten heute noch ein bisschen quatschen. Oder ich wollte wenigstens mit euch mal quatschen. Ich hoffe, euch geht's allen gut. Ich weiß auch noch nicht, ob das... Naja, ihr wisst, ich bin ja nicht so zuverlässig, was Videos angeht. Ich glaube, das habt ihr so in den letzten Tagen, Jahren, was auch immer, mitbekommen. Kommt mal selten ein Video. Aber dafür sind wir auf Twitch sehr aktiv. Wo fangen wir denn am besten an? Ich glaube, am besten fangen wir an mit Spielen. Was für Spiele? Ich würde gerne mal wissen, was für Spiele spielt ihr zurzeit? Ich bin gerade, nachdem Ark für mich so ein... Ja, was heißt, wir haben sehr viel Ark gespielt. Ich glaube, wir haben einfach zu viel Ark gespielt. Und jetzt ist das passiert, was ich befürchtet habe. Wir haben damals keine Server gefunden. Wir haben einfach keine Server gefunden. Die Server, die waren nicht gut. Die offiziellen waren zu langsam. Da konnte man nicht wirklich drauf spielen. Oder das war für den Stream ungeeignet oder für das normale Spielen. Wir haben ja mal so auf Mal 2 gespielt, damit wir aber da... Also das ist ja auch nicht besonders schnell. Es ist auch schon sehr langsam. Aber das war streamempfehlend. Also man konnte... Man konnte wirklich eine Zeit lang... Daddeln. Ja, ich weiß, die Haare sind zu lang. Man konnte eine Zeit lang da daddeln. Das heißt also, du hattest nicht innerhalb von 2 Tagen eine dicke Base, sondern es war wie damals Arma 2. Kennt ihr noch dieses Arma 2-Gefühl? Man wusste, man spielt Arma 2 mindestens ein Jahr. Du kannst da dich aufbauen. Da, es gibt verschiedene Mods, eine coole Base bauen, wo du wirklich... Wir haben zum Teil an der Base, ich glaube Origins Base, 1 Monat oder so haben wir dran gesessen mit der Community. War schon heftig. Und naja... Und das war jetzt bei Ark nicht der Fall. Jetzt haben wir ja aufgehört, Ark zu spielen, weil wir das, glaube ich, einfach tot gespielt haben und am Ende auch keinen Server gefunden haben. Und jetzt ist Ark hingegangen, hat natürlich alle offiziellen Server erhöht auf mal 2 und bei Events sogar mal 3, was eigentlich optimal für uns wäre. Es wäre optimal für uns, allerdings ist jetzt einfach Lust und Laune nicht mehr da. Ja, die Lust ist einfach nicht da, die Laune ist schon da. Ich habe schon Bock auf Ark, aber zum anderen Teil auch, es ist echt totgespielt. Ich will sie jetzt, also ich werde auf jeden Fall mir erstmal eine Ark-Pause nehmen. Ich werde das nicht sofort spielen. Auch wenn es geil wäre. Und da kommen wir auch schon zu dem Punkt. Ja, Spielthemen. Was spielt ihr? Ich bin aktuell, habe ich kein festes Spiel. Ich weiß gerade nicht, wie das mit Twitch bei mir aussieht, in welche Richtung wir uns da wandeln. Aber ich habe aktuell kein Twitch. Fähiges, oder was heißt fähig? Fähig sind so die, schon die Spiele, aber ich will ja wieder so suchten, ich will wieder so reinsuchten, weißt du? Ark konnte man, da haben wir 12 Stunden am Tag gespielt, der Community hat es gefallen, uns hat es gefallen, dass, ich weiß nicht, ob wir da einen Ersatz für finden. Zurzeit macht H1Z1 mega Spaß, aber auch nur 2 oder 4 Stunden. Mega lustig, auch mit der Community mega lustig, ist für die, die es nicht kennen, Battle Royale Spiel, obwohl der beste Battle Royale Modus war damals immer noch von Arma 2, Jungs, nix gegen Arma 2. Overwatch hat mir übertrieben viel Bock gemacht die letzten Male, hat auch euch übertrieben gefallen, das hat man, das sieht man natürlich, ob die Zuschauer steigen oder fallen. Klar, Twitch ist eine Plattform, wenn man ein Spiel wechselt, und bei Twitch ist es halt so, das ist nicht wie YouTube, sondern YouTube ist ja schon zum Beispiel, sieht man, hat man bei Hand of Blood damals sehr extrem gesehen, er wechselt von LOL auf irgendein anderes Spiel von 100.000 Klicks auf 10.000 Klicks oder so, ne? Bei Twitch sieht man das auch, zum Beispiel bei Ponyhof streamt Hearthstone mit 10.000 Spielern, wechselt von Hearthstone auf, sagen wir, Dark Souls 300, 500 Zuschauer, so. Und Twitch ist halt, jeder hat eigentlich so einen Streamer für ein gewisses Game, so, was ihm Spaß macht. Bei uns war es jetzt in letzter Zeit Ark. Ich kenne es ja von damals auch von CS, wo wir von CS auf Ark geswitcht hatten, hatten wir ja auch keine Zuschauer. So. Und das haben wir jetzt aktuell natürlich auch so, dass die Zuschauer sehr gut droppen, weil wir halt keine Ark mehr spielen. Die Leute schalten ein, fragen mal, wann kommt Ark? Und die verstehen einfach nicht, dass man sich irgendwann mal einfach satt spielt an einem Spiel. Und ich weiß nicht, ob es vielleicht ändert ja Ark irgendwas. Ich habe gesehen, es kommt jetzt Ark, der Tech-Tier, es kommt Ark noch ein Park. Müssen wir mal suchen nach Ark Park. Ist auch irgendwie so ein
ich habe selber nicht verstanden, irgendwie so, kennt ihr diesen Pokémon-Park, den man damals hatte, wo man so Fotos, Pokémon-Snap, sowas irgendwie vielleicht, keine Ahnung, was das ist, aber wäre auf jeden Fall auch, werden wir sicher mal angucken, Tech Tier auch mal, da fangen, also spätestens bei Tech Tier schauen wir das mal an. Ja, aber jetzt ist irgendwie so, Overwatch habe ich sehr gern gespielt, hat man auch gesehen, so, da sind die Zuschauer sehr schnell wieder angestiegen, aber bei Overwatch, ich habe ein Problem damit, irgendwie jedes Mal, wenn ich spiele, kommt der Fehler, Rendergerät ist deaktiviert. Ich weiß nicht, wann das liegt, ich habe meinen Grafiktreiber geupdatet, ich habe mein Overwatch geupdatet, ich habe alle Windows geupdatet, ich habe alles mögliche gemacht, irgendwie will es nicht. Mal gucken, das Einzige, was mir noch einfällt, ist, damals ging es perfekt, seit dem Modern Warfare Remake rausgekommen ist, kam Grafikpatch und seitdem war das. Vorher konnte ich perfekt spielen, jetzt stürzt das einfach zu, stürzt das zu oft ab, das ist sehr nervig, so. Ja, das wäre auch nur so ein Spiel für 2 bis 4 Stunden, wo man einfach so mal, sagen wir, 6, 7 Games macht und dann ist gut. So, das ist, ich kann sowas nicht suchten. Naja, WoW macht mir persönlich zurzeit privat mega viel Bock. Wir haben auch schon so eine kleine Community-Gilde gemacht. Allerdings muss ich selber sagen, so für Stream finde ich das ungeeignet. Also das ist ein Game, wo ich selber nicht überzeugt von bin, dass das A bei mir gut ankommen würde. Also dass ich das gut rüberbringe. Weil dafür bin ich, WoW muss man spezifisch sein. Da muss man so wie... Ja, wie Lisa Roach zum Beispiel, die bringt das echt gut rüber, weil das so ein Game, das passt für die so. Bei mir ist das, ich brauche Shooter oder sowas. Ich brauche irgendwie Überlebensspiele, Shooter, Survival, sowas. So, WoW passt einfach. So, das spiele ich mega gerne, mache auch gerne was. Wir machen zusammen mit Community, gehen wir die ganzen Instanzen und so und teils auch ein bisschen raiden. Also, naja, okay, sind 4 Leute, die mitkommen und dann suchen wir mit denen zusammen uns Leute, aber mal gucken. So, da bin ich wieder, Jungs. Kamen 2 bezaubernde Damen mit ihrem Hund vorbei. Naja, was wollte ich sagen? Wir waren bei WoW stehen geblieben. Okay, WoW, einfach im Fazit, es ist ein Game. Für die, die es gespielt haben, die haben natürlich gern zugeschaut, aber das waren es einfach... also ich bin einfach, ich sehe mich selber da als unpassend. Deswegen, wenn ich das mache, dann wirklich nur spät nachts, wo die meisten schon schlafen oder halt die Leute, die ja, sich dafür interessieren, auch zuschauen können. Und ich weiß halt ehrlich gesagt nicht, wie wir weitergehen, ob wir dann Main-Game finden. Ich will jetzt wieder ein bisschen CS für mich selber neu entdecken. Ich habe jetzt ein bisschen CS mit privat mit ein paar Leuten gespielt. Und ich muss sagen, wenn man mit 5 Leuten CS spielt, macht es schon mega Bock. Also das macht, also ohne Tryhard-Modus, so hier, ja, ich kenne jedes Smoke, dies, das, kannte ich noch nie. Es macht Spaß, wenn man das mit lustigen Leuten spielt, so definitiv. Vielleicht wollen wir wieder so ein Subday einführen. Sonntag, wo wir dann einfach mit Subscribern, also Zuschauern, die subscribed haben, einfach das mal spielen und muss man mal gucken, so, ob ich die passenden Leute für CS finde oder so, die immer, ist ja auch immer die Frage, mit wem zockst du? Ich will am besten, will ich überhaupt ein festes Team haben, ne? Da heißt also 4, 5 Leute, mit denen ich immer einen dieselben, egal, also welche Games wir spielen, dass wir immer im festen Konstellat haben, aber so ist es halt immer schwer wegen Zeit, dies, das, ne? Weil die Leute, die arbeiten, die müssen für Schule was machen, dies, das, und die können nicht immer. Was wir jetzt auch machen, das ist zum Beispiel heute, da seid ihr alle eingeladen, heute Abend einzuschalten. Also ich glaube 18 Uhr ist mir HNZ 1 und ab 20 Uhr führen wir auch was Neues ein. Das nennen wir Partyabend. Da spielen wir Partyspiele, sowas wie heute zum Beispiel Ultimate Horse Chicken. Mega, mega lustig. Ich will euch ja nicht spoilern, schaut das an, das wird mega cool. Also ich werde mir gleich jetzt, ich düse jetzt ab noch, ich habe heute nichts gegessen. Ich gönne mir einen Döner, dann hole ich noch ein bisschen Energy und dann, naja, wir trinken ein bisschen und... werden unseren Spaß haben. Das ist ein enorm geiles Partyspiel. Super lustig. Und wir haben so viele solche Spiele rausgesucht. Ich habe eine volle Liste. Also das ist, das werden wir vielleicht alle 2 Wochen oder einmal im Monat machen. Da gibt es auch so eine Art Super Mario Party. Kennt ihr die? Wo jeder so einen Charakter steuert, 4 Leute und wer was schneller schaffen soll. Der Verlierer dann, vielleicht kann man ein Trinkspiel oder so einbauen. Der Verlierer muss trinken oder so. Mal gucken, wie wir das machen. Wird auf jeden Fall bestimmt lustig. Naja, großen, lang geschnackt, Jungs. Falls wir uns nicht wiedersehen, vor Weihnachten wünsche ich euch schon mal jetzt schönes Weihnachten, ne? Falls wir uns nicht wiedersehen vor dem Jahr, bin ich noch ziemlich sicher. Gutes, frohes neues Jahr. Seven Days to Die wollte ich auch mal wieder angucken. Also es gibt ein paar Spiele, die man wieder angucken will. Mace hat auch zum Beispiel vorgeschlagen, ein Anno-Abend, mal so einfach einen Samstag, also kein, nicht öfter, sondern einfach mal so einen Samstag nehmen und dann irgendein Anno suchen. Ich habe geguckt, Instant Gaming gibt's. Anno 2070 soll ein guter Teil sein für 3 Euro. Kann man sich hingehen und einfach mal so 16 Stunden so ein, oder 12 Stunden so ein Endlos-Game machen. Da haben wir damals bei 1602 gerne gemacht. Würde ich nicht sagen. So kann man vielleicht 1, 2 Zuschauer mitnehmen oder so.
Wird bestimmt lustig. Naja, Jungs, wenn ihr Ideen habt oder so, Spielevorschläge, geile Underground-Games oder was ihr aktuell zockt, vielleicht sagt ihr ja, guckt ihr mal wieder CS an, ist endgeil oder so. Sagt einfach, was zockt ihr? Und ich werde das Ganze mal gucken. Vielleicht kann ich mir ein Game wieder neu entdecken. Jungs, ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall einen schönen Tag. Genug geplaudert, schönes Wochenende. Peace and out. Wenn wir uns nicht sehen, frohes neues Jahr. Ihr wisst Bescheid.